Ich bin Mukasa Fosing von Imara Labs und mit Lions Den denken wir Kundenbindung neu. Durch unsere B2B-Softwarelösung reduzieren wir das Monopol zwischen immer größer werdenden Fitnessstudios und kleinen Fitnessstudios mit kaum Werbebudget. Durch eine Kombination aus Web-App und mobiler Applikation für Kunden ermöglichen wir es zu vergleichbar kleinen Investitionen, die Kundenbindung und die Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten. Durch Gamification und vertrauenswürdige Kundenbewertungen sind Userinnen Teil des Ergebnisses und werden für das Sportmachen belohnt. Win-win für beide und eine innovative Lösung, um die allgemeine Qualität in der Fitnessbranche zu steigern. Wir gewinnen den Edison, weil wir der Meinung sind, dass auch Underdogs Sichtbarkeit verdienen und nicht deine Größe oder dein Budget definieren, wie gut du bist, sondern wie du mit deinen Kunden umgehst. Mein Name ist Emin, ich bin vom Team Indima. Und wir entwickeln eine KI-gestützte Plattform zur Analyse ausländischer Qualifikationen. Damit wollen wir internationale Qualifikationen präzise und schnell mit dem österreichischen Bildungssystem analysieren und damit dem Fachkräftemangel in Österreich entgegenwirken. Deswegen haben wir es verdient, den Edison Award zu gewinnen. 98% der Frauen haben ein Beckenbodenproblem. Ein Tabuthema, das fast jede Frau betrifft. So etwas bei Schmerzen während der Periode oder die gegen Tröpfchen in der Hose. So etwas einführen zur Visualisierung des Trainingseffektes. Das war gestern. Wir von Pelvic Queens entwickeln ein frauenfreundliches Messgerät und lösen mit unseren Online-Kursen jedes Beckenbodenproblem der Frau. Vote Pelvic Queens und mache mit uns aus einem Tabuthema ein Wuhu-Thema! Wir sind Lea und Alissa und wir gründen eine Buchungsplattform für kreativ-handwerkliche Workshops in Österreich. Unsere Vision ist es, der gesamten Kreativ- und Maker-Szene in Österreich mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Und deshalb ist es unser Anliegen, Kreativität und handwerkliches Geschick zu fördern. Wir gewinnen den Edison Award, weil wir eine Anlaufstelle schaffen, die soziale Interaktionen, lokale Gemeinschaften und die österreichische Kreativwirtschaft stärkt. Unterstützt uns dabei, mit hands-on.at Kreativität und Handwerk zugänglicher zu machen.